Diese drei Lippenstiftfehler hast du auch schon begangen. Ich zeig dir, wie du deine Lippen richtig betonst. Der erste Fehler ist, du verwendest keine Lippengrundierung. So hält dein Lippenstift einfach nicht so lange. Und mit einer hellen Lippengrundierung sehen deine Lippen einfach voller aus. Du hast keine Lippengrundierung zur Hand? Kein Problem, nimm einfach einen flüssigen Concealer. Fehler Nummer 2, du nutzt keinen Lip Liner und du machst nicht die Ombre-Technik. Was das ist, zeige ich dir jetzt. Mit der Ombre-Technik kannst du deine Lippen optisch auffüllen. Das heißt, du nutzt deinen Lip Liner und malst die Kontur deiner Lippen und den Außenwinkel eher etwas dicker mit dem Lip Liner. Und jetzt trägst du in der Mitte deiner Lippen einen etwas helleren Lippenstift dazu auf. Für den letzten Schliff trägst du noch den flüssigen Concealer hier in der Mitte deiner Lippen auf und verblendest es mit deinem Finger. Mit dieser Technik wirken deine Lippen gleich viel voller. Viele, die unsere Videos hier schauen, haben gar nicht abonniert. Das ist ganz einfach und kostenlos für dich. Also klicke jetzt hier auf Abonnieren. Und der dritte Schminkfehler, den du bestimmt auch schon begangen hast, ist, nicht die passende Lippenstiftfarbe und den passenden Lip Liner zu verwenden. Ich habe jetzt hier den Lippenstift Tizian 402 genommen und der passt natürlich perfekt zu meiner Haut und auch zu meiner Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter. Hätte ich jetzt diesen hier aufgetragen, in einem eher blaustichigen Rotton, würde das einfach nicht harmonieren und es sähe einfach nicht gut aus. Also finde auf jeden Fall den passenden Lippenstift und Lip Liner für deinen Hautton. Um die passende Farbe für dich zu finden, verlinke ich dir jetzt hier oben ein Video. Hast du auch schon mal einen dieser drei Lippenstiftfehler begangen? Oder welche anderen Fehler fallen dir noch ein und welche Lösung hast du dazu? Schreib es jetzt in die Kommentare. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald, deine Lisa.